So, guten Abend, wir grüßen alle. Es ist Donnerstag, der 4. September 2014, für die, die die Wiederholung sehen werden. Wir haben Stargäste und wir beginnen heute mit einer siebenteiligen Sendereihe mit Sagarika. Die schalten wir gleich und wie gesagt, als heute, wir freuen uns sehr, dass der Vaseto auch gekommen ist. Es ist wie wenn die Einweihung wäre für die Sendenreihe von Sagarika. Okay. Bitte, Sagarika. Hallo alle, die Zuschauer, die dabei sind. Ja, ich habe das jetzt mitbekommen, die Einweihung. Schön. Schön. Ist mir so Für euch ausgerutscht. alle. Ja, perfekt. Das ist das Beste. Wenn es einfach so flutscht. Und wenn nichts flutschen will, dann flutscht einfach nichts. Ja. Dankeschön. Ja, vielleicht ein paar Worte an alle, die zuhören und dabei sind. Man kann natürlich so eine Sendung einfach mal sich zurücklehnen, anschauen und darüber nachdenken, darüber philosophieren, was gut ist oder nicht. Aber du wirst mehr davon haben, wenn du den Worten, dem Klang der Worte zuhörst, wenn du mit allen deinen Sinnen zuhörst. Ja. Dann sinkt das in dich hinein. Dann hat das die Möglichkeit, sich in dir zu entfalten. Und ja, die Auswirkungen kannst du dann sehen. Und wenn du einen Impuls bekommst, etwas zu schreiben, egal was es ist, etwas sagen zu wollen, dann gibt es die Möglichkeit im Chat. Ich freue mich. Es kam ein Thema immer wieder hoch und immer wieder so ein Satz, Space to be. Und ich schaute mir das genauer an, was da kommt. Und es geht einerseits um einen Platz oder um Räume, wo wir sein können, wie wir sind. So wie wir sind. Viele Menschen sagen, Mensch, ich will so sein, wie ich bin, ich will so sein, wie ich authentisch bin, ich kann es aber nicht, ja. Und ich verstehe das. Ich verstehe, weil die Welt einfach noch nicht so bewusst ist, ja. Bewusstsein wächst. Und deshalb geht es einerseits darum, diese Räume für sich zu kreieren. Und auch diese Räume für andere zu schaffen und es zu teilen. Ja, und für diesen Raum, den wir heute Abend hier haben, bin ich sehr dankbar. Ja, das ist nicht üblich. Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang tauchten verschiedene Themen auf, die ich aufgeschrieben habe und ja, mal schauen, was sich zeigt. Ich weiß nicht mal, welches das erste war. Kann mir da einer helfen? Frei Vielleicht. sein. Genau. Genau. Oder was willst Ja, du jetzt. wirklich? Genau. Ja, vielleicht noch ein Hinweis auf die Zuschauer. Es ist möglich, in Chat zu schreiben. Kein Login notwendig.
und einfach Nickname geben und dann ist es möglich auch mit to be auch in Oh Chat. ja. Mit zu dir. Was willst du wirklich? Wenn ich die Frage jetzt so in den Raum stellen würde, wäre es schön zu sehen, was die Leute einfach dazu sagen, ja? Was sagen sie? Die meisten erzählen sowas wie, oh ja, ich möchte gerne Gesundheit oder ich möchte gerne das tolle Auto, das schicke oder ich möchte gerne ein Haus, eine Familie gründen. Ja, das sind so die typischen Wünsche, die hochkommen. Und die sind toll, die sind super. Und wenn diese Wünsche erfüllt werden, dann geht es weiter, dann gibt es etwas höhere Wünsche. Ja, und wir in dem ganzen Leben versuchen wir immer, diese Wünsche zu befriedigen. Manches gelingt uns, manches nicht. Ja. Aber es gibt in uns ganz tief einen Wunsch oder eine Sehnsucht, sage ich dazu, frei zu sein. Und ich spreche jetzt nicht von der Vorstellung, frei zu sein. Wir haben viele Leute, wir haben eine Vorstellung von dem, wie es ist, frei zu sein, ja? Unabhängig, geldunabhängig oder unabhängig vom Partner, unabhängig vom Job oder Into the Wild, der Film, ja? Der Mensch, dieser junge Mann hat auch gedacht, wenn ich alles loslasse, das ganze materielle Zeug, dann bin ich frei, dann bin ich in der Wildnis, bin ich in der Natur. Und auch er musste erkennen, das ist es nicht. Ja. Und wenn ich frei sein sage, dann spreche ich nicht von der Vorstellung, die wir haben über die Freiheit. Es ist etwas ganz tief in uns. Und das finden wir nur heraus, wenn wir nach innen gehen. Und manche Menschen sind nicht so weit. Sie sind einfach, also Bewusstsein ist nicht so weit gewachsen, dass sie es hören können. Und das ist in Ordnung, ja. Aber die Menschen, die hier einfach zusammenkommen, die wissen, wovon ich spreche. Kann man frei sein Also, wissen? was willst du? Entschuldigung, Bitte? kann man frei sein wissen? Du hast gerade gesagt, die Menschen wissen, wovon du sprichst, aber also ich kann es nicht wissen. Ich kann eine Ahnung haben, es kann mich irgendwie hinziehen, anziehen, aber wissen? Ja. Kannst du auf der Homepage sehen, bei mir auf der ersten Seite. Deine wahre Natur kannst du niemals verstehen, kannst du nicht wissen. Ich nutze manchmal das Wort Wissen fürs Ahnen. Ja. Sprache ist heikel. Sprache kann nicht das wiedergeben, was hier ist. Und wir scheitern immer wieder, wenn wir die Sprache nutzen und versuchen, es zu erklären. Und dennoch tun wir es. Wir lieben es. Also man kann Freiheit nicht wissen. Man kann Freiheit erfahren.
Man kann sie schmecken. Man kann sie riechen. Ihren Duft kann man riechen. Und wenn du eine Begegnung mit jemandem hast, dann passiert das manchmal auch, dass du merkst, dass du riechst, da ist irgendwie Freiheit, da ist irgendwas Besonderes. Das Ganze verstehst du nicht. Das ist wie Verliebtsein auch. Ja? Wenn du dich verliebst, verstehst du nicht, was da vor sich geht. Das ist einfach nur eine Öffnung da und du gibst dich dem hin und genießt das, diese Kraft. Ich sage jetzt einfach, nimm das Wort Kraft, dieses Gefühl, dieses Nicht-Verstehen und dennoch Wissen ist Wissen. Es ist da, ja, sich sicher sein, es ist da, du spürst das und du kannst es aber nicht erklären. Ja, es ist so, Intuition ist das Wort auch vielleicht dazu. Es ist intuitiv. Und wenn Menschen sich auf die Suche machen nach Freiheit, nach Freisein, dann werden sie auch erst wieder damit konfrontiert, dass da doch noch Wünsche sind. Ja, dass alles andere noch auch da ist und einen ablenkt davon. Und wir können nichts dagegen machen. Es ist einfach da. Es ist dafür da, dass du erkennst, ah, es ist da. Erst in dem Moment, wo du dir dessen bewusst wirst, da ist eine Anziehung, das will ich haben. Spürst du, ah, okay, da war ich nicht hier. Und das ist das, was viele Menschen zu mir sagen, wo sie sagen, es dauert so lange und ich will dahin und ich spüre das und da ist diese Sehnsucht, ja, und ich bin echt bereit. Aber bevor diese ganzen Sachen, die noch wichtig sind, die für uns wichtig, die erfahren werden wollen, auftauchen, ist es so, wie es ist, ja. Und das ist auch okay. Es geht nur darum, hinzuschauen. Im Chat, Erbin, als du gefragt hattest, ja, was wollen wir, oder ja, die in den Raum gestellt hast, wurde geschrieben, Klarheit, Wahrhaftigkeit und Freiheit ist, eins zu sein mit allem, was ist. Jetzt. Ja, vielleicht was dazu. Es ist so für mich oder für uns, denke ich, ein Geschenk, weil normalerweise denke ich auch irgendwie irgendwelche Frage zu stellen, ne? Oder schlaue Frage zu stellen. Und dieses Space to be ist für mich ein Geschenk, wo ich entspanne mich. Und ich fühle wirklich, was geschieht. Ne? Deswegen, diese Freiheit spüre ich schon. Und der Geschenk ist schon angekommen. Danke. Mhm. Und es wirkt. Mhm. Keine, die Verantwortung ablegen, ja? Und das ist gut. Mhm. Wir glauben, wir haben eine Verantwortung. Wir glauben, wir müssen etwas machen. Wir müssen etwas gut machen und diese Idee von, ja, wir müssen es hinkriegen, das muss irgendwie laufen. Ja. Und wenn man merkt, das bin ich gar nicht, das ist nicht meine Verantwortung, ja, dann kann man entspannen. Und dann geschieht die Handlung aus einem ganz anderen Raum, aus einem, ich sage dazu Raum, es ist aber ein grenzenloser Raum, ja. Ich nutze jetzt einfach diesen Begriff. Und dann kommt das Wort mit einer ganz anderen Energie. Dann kommt die Tat mit einer ganz anderen Energie. Sie ist nicht gefüllt mit etwas erreichen wollen.
Es ist einfach nur ein Geschehen und du schaust zu. Ja? Kannst dich daran erfreuen oder auch einfach nur so. Es ist nichts, was du als Person oder diese Person machen kann. Sondern es geschieht durch diese Form, die jetzt Sabine heißt oder Jeet oder Divaseto oder Sagarika. Ja? Wir hatten vorhin im Chat drei Begriffe. Ich sage ja. Wenn du das erfährst, dann ja. Wenn das deine Idee ist, was Freiheit ist, oder eins mit allem sein, dann ist das nur eine Idee. Dann wirst du immer wieder zurückgeworfen. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sehr viel wissen. Die wissen wirklich viel. Und ich staune. Nur das, was sie wiedergeben, ist leer. Das Wort hat keine Energie. Weil es nicht erfahren worden ist. Man kann etwas lesen, man kann es verstehen, die Zusammenhänge erklären, also verstehen auch und dann auch erklären können. Das ist aber alles der Mind. Wenn du das nicht verinnerlicht hast, wenn dir das nicht widerfahren ist, spreche nicht darüber. In dem Moment ist es dann nicht wahr. Und die meisten Menschen spüren das irgendwann. Und sie wissen, irgendwie, er sagt zwar, das habe ich auch mal gelesen, das ist zwar irgendwie wahr, aber schmeckt komisch. Ja, schmeckt ist vielleicht ein gutes Wort. Ja. Also, erfahre es. Gehe damit. Gehe mit jedem Moment. Alles, was auftaucht. Mit jedem Impuls. Untersuche es auf Wahrheit. Untersuche es auf die Substanz. Auf diesen Wahrheitsgehalt. Und dann wirst du wissen. Aber ist Wahrheit nicht etwas Schlimmes, was wir vermeiden immer? Heute kam ein bisschen die Überlegungen, alles wird schnell gesprochen, auch in den Nachrichten. Alles wird schnell gelesen, also diese Schnelligkeit, um die Stille nicht zu ertragen, weil in der Stille diese Wahrheit ist. Und dann noch, dass viele Leute in Orte gehen, die super voll sind. Also wenn irgendetwas voll ist, da gehen die ganze Leute hin. Und das heißt, diese Haltung, bloß nicht die Wahrheit, bloß nicht die Stille, bloß nicht, dass ich mich in diesem Raum des Seins begegne. Dass das die meisten das vermeiden wie die Hölle. Ja. Ja, das ist wahr. Was passiert in dem Moment, wo du anhältst und nach innen gehst? Wenn jemand das noch nie gemacht hat und immer nur in diesem Hamsterrad gelaufen ist, ja, dahin, wo alle Leute hingehen und diesen Lärm, ja. Und plötzlich aber macht das Leben so, dass derjenige es fühlen muss, also es muss nach, er wird krank oder es passiert irgendwas und halt bekommt Zeit,
still zu sein. Und in diesem Moment, wenn du anfängst, das erste Mal still zu werden, kommt alles hoch, was du nicht sehen wolltest, was das ganze Leben verdrängt worden ist. Alles, wo du gegen dich gegangen bist, ja, alle Erfahrungen, alle Gefühle, die nicht gefühlt werden wollten. Und davor rennen die Menschen weg. Es macht ihnen Angst. Ich verstehe das total. Ich verstehe das absolut. Ich kenne das gut. Aber das ist das Übliche heutzutage, was zu finden ist, wenn du auf die Straße schaust. Ja. Allerdings erhöht sich das Bewusstsein. Samaban hat mal gesagt, Gott hat die Flamme höher gedreht. Das fand ich gut. Ja, Gott hat die Flamme höher gedreht. Was heißt das? Die Menschen, die nicht bereit sind zu schauen, die nicht bereit sind, bewusster zu werden, werden weiter mehr noch mehr leiden als jetzt. Ja. Das ist es ja. Das ist es ja, was passiert, wenn wir nicht bewusst sind. Wir leiden. Wir sind in dieser Dualität zwischen dem Guten und Bösen, ja. Und es geht immer hin und her, hin und her. Und da ist nirgendwo Friede. Und jeder kommt halt mit seinem Problem dann und sagt, oh ja, und das und das und was kann ich, das machen? Und dann versucht Lösung zu finden. Man geht zu einem Coach, zu einem Berater und dann wird alles analysiert und man findet vielleicht eine Lösung kurzfristig. Aber darum geht es nicht. Ich musste das für mich auch erkennen. Ja. Ich habe lange nach diesen Lösungswegen gesucht, wie ich ein Problem löse. Warum ist das so? Das war sehr wichtig für mich. Nur es ist, und du kannst es machen. Und es ist auch vielleicht gut, wenn jemand das macht, eine Zeit lang, bis er mal feststellt, das ist es noch nicht. Ja. Und das war bei mir so, dass ich das abhaken musste. Ich habe gesehen, das hat Grenzen. Ja, ich kann zwar einem Menschen vielleicht weiterhelfen, aber nur so. Und ich konnte sehen, wenn er dann mit einem Problem kam, dass das zwar benannt wurde als Problem, aber dahinter war was ganz anderes. Ja. Also, es geht wirklich nur darum, immer wieder anzuhalten und zu fühlen und zu schauen, als Zeuge beobachten, ja, wie die Gedanken auch auftauchen und wieder zurückgehen. Aber das kannst du machen, wenn du dich entschieden hast. Wenn du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen, ja? Und deshalb die Frage, was willst du wirklich? Ja. Und ganz viele Menschen sagen, oh, ich muss zur Arbeit und ich muss, hier sind die Kinder und ich kann nicht meditieren und dieses und jenes. Ja und nein. Alles, was Gott dir gibt, alles, was du im Moment hast, ist perfekt für dich. Also schaue einfach, wie kannst du in deiner Situation, in deiner momentanen Situation, so oft und so gut du kannst für dich zu sorgen. Und für dich zu sorgen bedeutet auch, dir Zeit zu nehmen. Zeit für dich. Raum für dich. Ja. Manchmal geht es darum, sich ein Zimmer oder eine Ecke einzurichten. Eine Wohnung, dass man sich immer wieder zurückziehen kann. Ja, vom Partner weg, von Kindern weg. Manchmal geht es darum, in der Arbeit immer wieder das Büro zu verlassen, an die frische Luft zu gehen. Immer wieder, ja. Wenn man merkt, boah, so geht das jetzt nicht. Das sind so kleine Schritte, die wir machen können. Oder wenn die Kinder da sind und sie schreien und sie wollen was,
kannst du wirklich nur für die Kinder da sein, wenn du zuerst für dich gesorgt hast. Sonst schreist du sie an oder du ja, machst Sachen, die nicht gut sind. Nicht gut für dich und nicht gut für deine Kinder. Also geht es wirklich nur darum, zu gucken, was brauche ich? Es geht darum, am Ende sich zu lieben. Und sich zu lieben kann man nur, wenn man für sich sorgt, wenn man sich um sich kümmert. Und in unserer Gesellschaft wird das oft verdreht. Es wird als, oh, da ist aber jemand egoistisch, er nimmt sich jetzt eine Woche Zeit und geht in Himalaya oder ach, was weiß ich, keine Ahnung. Und die Kinder bleiben zu Hause mit Oma oder, ja, es wird viel bewertet. Achte nicht darauf. Gib deine Aufmerksamkeit dem, was dir Kraft gibt, was dir Freude macht, wo es dich zieht. Da, wo es dich zieht. Ja. Ist es für sich was tun, auch zum Beispiel sich einen Film anschauen oder mal die Gier ausleben oder auch Sachen, die nicht so heilig sind? Fangen wir mit dem Film an. Das Einfachste. Ja, wenn in dem Moment, wenn du da bist und es ist nichts zu fühlen da und irgendwie du spürst, ah, mein Film war jetzt gut. Dann gehst du hin und leistest dir einen Film aus. Und dann guckst du dir genau das, was gerade gebraucht wird. Und du genießt das. Und das war's. Ja? Alles. Kleinigkeiten. Schönes Essen kochen. Gute Sachen machen, ja? Dinge schön machen. Kreativität. Ist wunderbar. Ja? Was war das Zweite? Die Gier zum Beispiel. Spannender. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt viel essen und ich möchte das ausleben. Gier. Viel essen. Es ist spannend, die Gier. Die Gier zu untersuchen. Es ist sehr spannend. Ich kann mich an etwas erinnern gerade. Ich habe eine Zeit lang gemerkt, dass ich viel essen will. Und schnell essen will. Und alles Mögliche. Und das tat mir gar nicht gut. Und war dann aber sofort, oh, dann nimmst du zu und dieses und jenes und das ist nicht gut. Und dann habe ich gedacht, nein, stopp. Ich untersuche das jetzt mal. Ich fühle genau alles, was kommt. Und ich erlaube, dass es so lange da ist, so lange die Idee da ist, wie sie da ist. Und ich habe gegessen. Alles Mögliche. Und ganz schnell habe ich gegessen. Ja, ich habe innerhalb von, ich glaube, 7 Wochen waren das 5 Kilo zugenommen. Nein, umgekehrt, genau. 7 Kilo in 5 Wochen. Und weißt du was? Da war keine Bewertung, dann nichts. Ich habe einfach nur alles gespürt. Ich habe gespürt, wie es diesem Körper damit geht. Ja, ich habe gespürt, was dahinter für Sachen kommen. Es war, als wenn ich verfolgt werde. Als wenn mich jemand jagt und ich schnell essen muss. Es waren Ängste da. Ja? Todesängste. Und ich konnte Bilder sehen, dass alles, was da kam, gar nicht mehr mit diesem Körper, mit dieser Form zu tun hat, sondern wirklich noch übertragen worden ist von deinen Strukturen, von deiner Familie. Ich war niemals im Krieg, ich weiß es nicht, wie das ist. Diese Form war nie im Krieg. Aber da war sowas wie im Krieg sein, ja? Und viel und schnell essen. Also, tue es, wenn du spürst, ich will jetzt viel essen und diese Sucht, die da ist, mache es so bewusst du kannst. Darum geht es. Erst dann kann es sich verändern. Jede Sucht kann sich nur so verändern. Du kannst nicht eine Vorstellung haben und sagen, okay, morgen höre ich mit dem Rauchen auf und ich mache das so und so und so. Mhm. Wir können das so versuchen und es ist manchmal
hilfreich. Aber es wird sich nichts ändern, genau. Wenn du nicht das gefühlt hast, was da ist, was durch diesen Zigarettenrauch einfach nur unterdrückt wird und benebelt wird. Darum, ja, darum geht es wirklich einfach, klarer zu sehen, was da ist, und sich aber nicht damit identifizieren. Das machen gleich viele. Ja, wenn Menschen anfangen zu schauen und auch so die Konditionierung auftaucht, dann kommt der Schmerz und man sagt, oh, ich bin so und ich bin so und ja. Und ich bin die Prinzessin auf dem Thron und stolz und sehe das einfach nur und staune. Sage nicht, es ist schlecht. Und sage nicht, es ist gut. Oder so, ich bin toll hier oder da bin ich schlecht. Sondern sehe, dass das jetzt durch diese Form hochkommt. Und du bist dir dessen total bewusst. Und du schaust das nur an und machst damit nichts. Du entschuldigst dich nicht dafür. Ja. Beklärst es nicht. Sondern schaust einfach. Das heißt, etwas für sich zu machen, hat das nicht immer mit etwas Positives zu tun. Zum Beispiel, wir hatten die Sendung auch mit Sala gemacht, wo es die Gnade der Depression ist. Das heißt, etwas für sich zu tun bedeutet auch, eine Zeit lang in eine Depression zu gehen, um sich vorzubereiten auf neue Welten. Ja. Im Moment zu sein. Und wenn im Moment Schmerz da ist, Ohnmacht, Depression, dann legst du dich hin und sagst, ja. Ja, ich bin bereit, das zu fühlen. Ja. Es hat nichts mit dir zu tun. Es wird durchlebt. Durch diesen Körper. Es wird gereinigt. Alles wird gereinigt dadurch. Und dadurch veränderst du die Welt, wenn man das weiter sieht. In dem Moment, wo du für dich bist und bereit bist, das zu fühlen, was da ist, dienst du nicht nur dieser Form. Aber wenn ich auf die Frage, auf das Thema zurückkomme, was willst du wirklich, wenn du sagst, oh, ich möchte der Welt helfen, dann steckst du wieder im Konzept. Dann bist du in einem Programm, hilfsbereit zu sein. Das ist echt eine Falle. Also, es gibt Menschen, die wirklich gute Dinge tun. Das sieht nach außen aus wie gute Dinge. Und sie sind sich dessen aber nicht bewusst, dass es aus dem Programm her rausläuft. Und was da geschieht ist, die Trennung findet noch mehr statt zwischen, da ist jemand, der Hilfe braucht, ein Opfer, und ich bin jemand, der kommt und ich helfe ihm jetzt. Ja, das ist das, was da geschieht. Die einzige Hilfe, die du wirklich geben kannst, ist für dich, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du im Moment bist, wenn du hier bist. Und wenn aus diesem Raum diese Handlung geschieht, im Moment, und du hast kein Ziel, du verbindest damit keine Erwartung,
sondern sagst einfach, hey, da habe ich jetzt Lust, das zu machen. Und das war's. Dann wirst du auch merken, dass da, wenn du es gibst, so eine Freude da ist, die einfach unbegreiflich ist, die du nie erwartet hättest. Und du machst es nur, weil es dir Spaß macht. Nicht, weil es jemandem hilft. Es ist aber oft auch deine Hilfe, das kann sein. Und das, was zurückkommt, ist viel größer. Aber das kann, du kannst wirklich nur helfen, wenn du selber im Moment bist, wenn du selbst für dich gesorgt hast, wenn es dir gut geht. Sonst wird das komisch. Und die meisten werden dann auch, wenn sie geholfen haben und nicht das kommt, was sie erwartet haben, werden enttäuscht. Ja, da kam kein Dankeschön. Wenn du das merkst, dass du enttäuscht bist, weil jemand es nicht anerkannt hat, dann weißt du, ah, okay, das war nicht rein. Das kam nicht aus dem Herzen heraus. Kam nur aus einer Idee. Sieh es einfach nur. Ja, es reicht. Nichts mehr damit machen. Immer weiter bewusster werden. Das ist spannend. Es ist interessant, weil ein Zuschauer hatte geschrieben, der vorher über Klarheit sagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay. Du hast die Frage jetzt beantwortet, hä? Und hast du beantwortet, ohne dass die Frage gelesen wurde. Spannend. Enttäuscht, ja. Jede Emotion, jedes Gefühl, was ein ganz tolles Gefühl ist oder ein ganz schlechtes, ist ein Hinweis, ist ein Klick-Klock, um zu schauen. Ja. Da ist noch eine Identifikation, da ist jemand da, eine Person, die verletzt wird gerade oder enttäuscht wird. Das ist nicht die Freiheit, die ich meine. Und vielleicht, wenn ich die Frage am Anfang gestellt habe, was willst du wirklich? Vielleicht kam bei irgendjemandem hoch, ich weiß es nicht wirklich. Das ist gut. Das ist das Beste im Moment. Wenn du nicht weißt, was du wirklich willst, da zu bleiben, hat enorme Kraft. Das zieht dich. Das zieht dich nach innen. Das weckt diese Sehnsucht. Und das zeigt dir dann, wo es lang geht. Es kommen Impulse, wo du einfach spüren wirst, ja, da lang will ich gehen, das will ich jetzt machen. Ich meditiere jetzt jeden Tag 2 Stunden. Oder ich gehe in einen Retreat. Oder du wirst einfach sehen, es werden die Dinge im Leben begegnen, die dich ziehen werden. Und du wirst aufmerksam darauf. Und dann gehst du damit. Und dann schaffst du dir diesen Raum, herauszufinden, was Freiheit wirklich ist.
Mach so oft du kannst Pause. Entspann dich. Nehme wahr, wie es deinem Körper geht. Vielleicht kannst du dich auch manchmal streicheln an Stellen, die wehtun oder die du nicht magst. Ganz sanft mit den Händen. Sich selbst umarmen. Schaue deinen Nachbar an, als wenn du ihn vorher noch nie gesehen hättest. Neu. Plötzlich entdeckst du neue Dinge an ihm. Schöne Sachen. Nimmst zwar immer noch seine Macken an, wahr, aber du siehst das Schöne in ihm. Darauf die Aufmerksamkeit richten. Schau in den Spiegel. Schau dir diesen Körper an. Was der alles mitgemacht hat. Alles, was du jemals machen wolltest, hat er mitgemacht. Jetzt ist Zeit, sich um ihn zu kümmern. Und sich um deine Seele zu kümmern. Und wenn du anhältst, mal wieder stoppst, wird die Seele sofort sagen, was sie will. Vielleicht ist es ein Eis in dem Moment. Und dann wird dieses Eis dem Körper nicht schaden. Dann ist alles eins in dem Moment. Es ist nicht unbewusst. Du stopfst nichts in dich rein.
Vielleicht ist es Zeit, Zelte abzubrechen, nach Himalaya zu gehen. Ich weiß es nicht. Aber du wirst es wissen. Wissen. Und dann ist es auch klar, wenn du im Moment bist. Was oft passiert, ist, dass du die Informationen bekommst und weißt, ah, das. Und sofort ist der Verstand da, der sagt, das geht aber nicht. Ich muss aber das und das machen. Und wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit. Wer kümmert sich um das und jenes und dieses? Das ist das Normale, was passiert. Aber wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gesehen, das und das möchte ich jetzt machen. Ich gebe die Aufmerksamkeit nicht dorthin, was der Verstand sagt, sondern schaue, wie kann das gehen? Wie kann es gehen, dass ich nach Himalaya gehe? Und bleibe in dieser Energie. Dann wird dir gezeigt, plötzlich ist eine Idee da, an die du vorher nie gedacht hättest. Oder es ruft jemand an und sagt dir irgendwas, was in diesem Zusammenhang passt. Und dann weißt du, ah, so. Das passiert so schnell. Wir glauben das nicht, weil wir sofort, wenn wir für etwas gehen wollen, ist der Verstand, der uns blockiert. Diese Glaubenssätze, das geht alles nicht. Es geht also wirklich nur darum zu sagen, ah, okay, das wahrzunehmen und zu sagen, okay, wie ist es möglich, dass ich dahin gehe, dass ich das für mich jetzt mache? Es gibt so viele Möglichkeiten, an die wir nicht glauben können, die können wir noch nicht sehen. Als ich mit Samapan gereist bin, ich wusste nicht, wie das gehen soll. Ja. Und ich stand jedes Mal, fühlte Hilflosigkeit. Ja. Und habe gedacht, wie soll das jetzt gehen? Und plötzlich, puff, kam jemand hier. Das, dieses, jenes. Und das war wie so ein Faden, der sich gezogen hat, der mich geführt hat. Aber das läuft nicht nach deinen Vorstellungen, wie du glaubst, dass das so passiert. Du gehst einfach damit dann mit. Du sagst, ja, so will Gott das machen. Ist gut. Ja. Das wird leicht. Sehr, sehr leicht. Mühelos. Ja. Gott liebt es, aus dem Nichts Dinge zu schaffen. Es macht ihm keinen Spaß, wenn er Geld hat und alles kaufen kann. Und wenn es mal so ist, dass du wirklich nicht weißt, keine Idee da ist und du total verzweifeln bist, dann bitte um Führung. Ja, dann bitte einfach. Wir haben es vergessen. Wir haben vergessen, dass wir bitten dürfen. Viele Menschen trauen sich auch nicht zu fragen. Manchmal ist es das, was wir lernen müssen in diesem Leben. Zu fragen, ist es möglich? Ist es möglich, dass ich einen Kaffee bekomme? Ja? Das ist jetzt ganz banal. Ist es möglich, dass ich bei dir übernachte heute? Und gleichzeitig aber es nicht verlangen, keine Idee damit zu haben, es haben zu wollen. Und oft bereit sein, wenn jemand sagt, nein, das mag ich jetzt nicht. Was bei vielen Menschen kommt, ist,
dass sie das als Ablehnung spüren. Und sie wollen das nicht spüren. Das ist aber die Konditionierung. Das ist etwas, was gesehen werden will. Das hat nichts mit dieser Person zu tun. Und es ist eine Gnade, wenn jemand sagt, nein, das mag ich jetzt nicht. Das machen die wenigsten Menschen. Die fangen dann an, sich Sachen zu überlegen. Ja, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, morgen vielleicht. Und das wird, macht alles komisch. Einfach klar, ja oder nein. Ist so schön. So easy. Wenn du klar bist, reinigst du auch. Und wir dürfen in ins Unbewusste wieder fallen. Das machen wir immer wieder. Alles, was noch nicht gesehen worden ist, werden wir spüren. So lernen wir. Das ist total gut. Daran ist nichts verkehrt. Also bestrafe dich nicht und sage, oh ja, das hätte ich besser machen sollen. Das war perfekt in dem Moment. Du hast es gesehen. Und gespürt.
dass im Chat jemand was sagen möchte. Nein. Ich war jetzt weg, woanders. Ganz weg. Oder da. Dann danke ich euch heute. Und für alle, die sich die Wiederholung schauen möchten, ist in der Regel, sende ich das jetzt gleich live. Ansonsten hier unten bei letzte Videos schiebe ich das immer hier rein. Und hier kann natürlich vor und zurück gespult werden. Und also einfach hier draufklicken. Natürlich das letzte. Das war von gestern Abend. Und hier werde ich das jetzt reintun. Und ich kann euch gleich sagen, ob die Wiederholung jetzt gemeinsam gleich möglich ist. Ja, wunderbar. Weil viele, die später gekommen sind, mögen das einfach, das gemeinsam zu schauen nochmal. Das ist möglich und das startet jetzt gleich. Dankeschön. Wir kochen was Leckeres für Devaseto jetzt. Die spartanischen Zeiten sind vorbei. Für uns alle drei. Ja. Ja. Dankeschön. Und danke. Schön, dass du gekommen bist. Ja, danke. Schön mal im Satsang-Modus mitzumachen, nicht im Interview-Modus. Das habe ich auch. Ich habe mir die Freiheit genommen. Ja. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es jetzt noch sage, aber genau ging es mir auch so. Einfach die Freiheit genommen, jetzt nichts sagen zu müssen oder so. Ich war richtig so wie bei Osho, wenn es. Ich bin da boing, ne, bei der White Rope, da war ich weg. Dann komme ich hoch. Dann bin ich wieder frisch. Ne? Also eine ganz andere, neue Frische. Ne? So, ihr könnt uns guten Appetit sagen, wenn ihr wollt. Ansonsten bis morgen. Tschüss.